Herzlich willkommen zu diesem neuen und spannenden Analysevideo zum S&P 500, zum DAX für alle CFD-Trader und Anleger. In diesem Video möchte ich einmal die momentane Marktsituation in den Indizes vorstellen. Wir vergleichen das gemeinsam auf dieser Plattform tradingview.com. Ich werde euch ein paar Sachen zeigen, welche ich in den nächsten Tagen, Wochen auch hier erwarten werde. Also es wird ein wirklich sehr interessantes Video, bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Ja, mein Name ist André, ich beschäftige mich schon seit mehreren Jahren mit dem Trading, CFD Trading, Forex Trading, Aktien Trading und so weiter. Ich habe hier gerade den S&P 500 geöffnet. Der S&P 500 ist der größte bzw. der aussagekräftigste Aktienindex der Welt und man muss kein Profi sein, dass man wissen kann, beziehungsweise wissen muss, dass der S&P in den meisten Fällen den Ton vorgibt. Ja, steigt der S&P 500, steigen in den meisten Fällen auch die anderen Indizes. Was mir jetzt aber hier persönlich wirklich sehr, sehr Sorgen bereitet, ist es, dass wir eine kleine Abkopplung haben zwischen dem S&P und dem DAX. Ja, wir sehen hier gerade den Tageschart, also die Analyse natürlich geeignet für längerfristige Swing Trader. Dann klicken wir oben drauf auf Compare. Ist eine ganz coole Sache. Können jetzt hier direkt schon den DAX auswählen. Wir können auch jeden beliebigen Chart dazu auswählen. Wählen den DAX aus. Klicken auf Compare. Und jetzt sehen wir hier einmal den DAX Chart. Ja, verglichen zum S&P 500. Was wir erkennen können, ist, dass der DAX sehr stark am Fallen ist momentan. Der S&P 500 ist am Steigen. Also wir haben momentan eine unterschiedliche Korrelation zwischen den beiden. Wenn wir jetzt hier mal rauszoomen, ja, erkennen wir hier einen Anstieg insgesamt im S&P 500 von 50,73%. Wir haben im DAX aber nur 24,67%. Also der DAX hängt wirklich gerade hinterher. Das war natürlich nicht immer so. Wir sehen das hier. In diesen Bereichen hier waren sie ganz gut auf. Wir sehen aber, der S&P war eigentlich immer ein bisschen, kleines bisschen stärker. In der Vergangenheit war es wirklich nicht so schlimm. Ja, so wie aktuell jetzt hier 2018, wo sich das ein bisschen so auseinanderlöst. Ihr seht das hier wirklich ganz gut. Wenn wir jetzt hier mal schauen, so, da war der Unterschied noch nicht so krass. Da war der Unterschied gerade mal, das sind überschlagen, ja, 15%, 15% Unterschied, die wir hier haben. In dieser Periode, also der S&P ist 15% stärker gestiegen. Wir kennen das hier. Hier gab es eben mal größere Korrekturen im DAX, hatten wir im S&P 500 nicht. Jetzt erkennen wir aber, dass diese Auskopplung, Abkopplung von diesen beiden Charts immer extremer wird. Ja, jetzt sind wir schon über 25% stärker im S&P 500 vertreten, als, also wir sind hier 30% stärker am Steigen als momentan der DAX. Und das macht mir persönlich, ja, kleines bisschen Sorgen. Wir wissen, Europa, kann ich auch gerne mal ein Video drüber machen, steht wirtschaftlich nicht so extrem, ja, gut da wie die USA momentan. Deswegen wahrscheinlich auch diese unterschiedlichen Entwicklungen. Also bei den USA sieht es wirklich sehr gut aus von der Entwicklung her. Beim DAX haben wir jetzt, ich mache gleich mal den Chart drauf, ein kleines Problem. Ja, und zwar, dass wir hier jetzt gleich das Tief auch noch weiterbrechen. Wir schauen uns gleich an. Was jetzt aber für mich noch wichtig im S&P 500 ist, ja, wir haben ein neues Allzeithoch gemacht. Ich zeichne hier direkt eine Linie. Ja, so. Und für mich ist jetzt hier einfach wichtig, dass er hier oben drüber bleibt, das erste Mal. Ja, er sollte hier oben drüber schön bleiben. Und ja, dann können wir auch weitere höhere Kurse sehen. Also die Entwicklung ist wirklich, seit Donald Trump da dran gekommen ist, phänomenal, kann man nur sagen. Also viele hatten ja behauptet, jetzt gibt es einen Crash und so weiter. Dem war natürlich nicht so, war ziemlich, ist ziemlich lustig. Eigentlich passiert immer das Gegenteil, was die Medien behaupten. Passiert auch das Gegenteil an den Märkten. Deswegen wahrscheinlich dieser krasse Anstieg jetzt hier. Ja, neues Allzeithoch gemacht. Sieht sehr gut aus. Jetzt schauen wir uns gemeinsam mal den DAX an. Da müssen wir einmal hier den DAX eingeben. Ich muss da gerade 30. Ja, da haben wir ihn schon. So, machen wir diesen Compare, machen wir raus, brauchen wir nicht. Ja, wie sieht das jetzt hier im DAX aus? Hier war das Allzeithoch bei der
13.562. Wir sind deutlich drunter, deutlich drunter. Wir können jetzt hier einmal schauen. Ja. Hier haben wir wirklich nochmal eine richtig fette Marke, sollte die gebrochen werden. Ja, sieht schlecht aus. Ich hatte hier auch einen Long Trade. Ja, ich hatte hier vor einigen Tagen einen Long Trade. Ich war hier long, habe zum Glück, ich bin hier einmal rausgeflogen, heute einen Schritt gemacht, habe hier in der Mitte meinen Gewinn mitgenommen. Sehen wir mal, der ist noch ein bisschen weiter gestiegen, aber jetzt haben wir wieder einen Fall, ja, einen extremen Fall wieder im DAX, und diese Marke ist jetzt hier, war für mich besonders wichtig, diese Marke, aber es sieht total schlecht aus. Wir können wahrscheinlich tiefere Kurse erwarten. Wir haben hier fallende Hochs, und das ist natürlich auch noch dagegen spricht. Also im DAX sieht es momentan sehr, sehr schlecht aus. Ja. Nächste wichtige Marke ist natürlich hier unten, die 12.000er in diesem Bereich, dieser komplette Bereich. Da sollte auf jeden Fall das Ganze standhalten. Ansonsten sieht es sehr, sehr schlecht aus für den DAX. Das Problem ist jetzt, wenn wir im S&P 500 eine Korrektur bekommen, wird der DAX auch nochmal extrem nach unten gezogen. Ja. Das kann man da nochmal mit einberechnen. Und wir sehen jetzt hier aktuell nochmal hier den Unterschied zwischen diesen beiden Paaren, dass der DAX hier wirklich, ja, sieht nicht gut aus. Ihr könnt mir selber mal eure Gedanken dazu schreiben zum DAX. Was sagt ihr? Welche Marken sind jetzt wichtig? Ich habe euch meine wichtigen Marken genannt. Hier beim S&P 500 war es natürlich das Allzeithoch. Sollte halten, damit wir höhere Kurse sehen. Sollte verteidigt werden, das Allzeithoch. Und beim DAX, ich denke nicht, dass diese Stelle jetzt hier unten halten wird, sondern eher wirklich, dass ihr nochmal antestet, diesen Bereich. Die 12.000, 11.800 sollte meiner Meinung nach halten. Wenn die auch nicht heilt, sieht es ziemlich schlecht aus, und wir werden dann hier einen schönen Abwärtstrend bekommen im DAX. Ja. Deswegen passt auf, was ihr dort tradet. Ich würde jetzt hier ganz ehrlich im DAX keine Long-Position eingehen. Hier war die Chance für mich, Long einzugehen. Bin ich schon wieder raus. Ja. Jetzt reicht es. Aber sonst sieht es momentan schlecht aus. Okay. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir mal selber eure Einschätzung unten rein. Ihr findet unten auch in der Beschreibung meinen CFD-Broker-Vergleich verlinkt, falls ihr noch einen guten Broker sucht. Schaut da mal unten auf jeden Fall vorbei. Findet auch unten meine Trading-Ausbildung, Videokurs, auch verlinkt. Ja, mit mehreren Videos zur Chartanalyse und so weiter, wo man das nochmal explizit lernen kann. Alles klar, ich bin raus, würde mich über ein Abo freuen, schmeißt mir ein Abo raus, schmeißt mir einen Daumen raus, und ich bin jetzt off. Ciao.